machen wir Falkenauge und Kizaru Feuer unterm Hintern, wa? Und zwar natürlich Phönix Feuer. Willkommen zurück hier im Traumlock. Mit Marco sind wir hier unterwegs. Jo, warten wir halt so, oder Marco gegen Kizaru. Auch im Manga und Anime. Oder Schlacht Marine vor Ort passt doch. Jetzt aber erstmal mit dem Falkenauge was zu fressen haben. Das ist doch kein Problem für uns. Schauen wir doch ein kleines Problem. Ja, wenn du mal typisch. Wer will hier abhauen? Du bleibst hier. Pazifista-Style, yo man, ganz geil. Direkt bei Donkrieg und Buggy. Mal gucken, erwischen wir auch beide? Man hat sich so sicher. Ne, glaub nicht, wa? Pazifist gegen Buggy, der Kampf müsste eigentlich keine Formsache sein. Aber ja, Logik, hm? Naja. Die Marco immer abhebt. Ja, scheinbar glaubt ihr das. Du. Du wiederholst dich, Kumpel. Du. Beide sind platt gemacht. Du kommst natürlich jetzt zum zweiten Mal, zum dritten Mal sogar. Alter, sind das viele? Ace und Akainu fighten, das sehe ich nicht gerne. Also da ist mich oder ist mit Marco ein bisschen schwierig zu zocken von dem, weil er ständig wieder in die Richtung ändert. Also ich sehe nichts mehr, ganz ehrlich, das ist mir echt zu schnell. Hekai! Marco hat Vapo besiegt. Was, der war da? Habe ich gar nicht gemerkt. Also vorbeigehen. Vorbeigehen, platt gemacht, gibt's doch nichts. Klar gibt's das, siehst du ja. Au, au, au. Au.
Oh, der könnte zu weit weg sein. Ja, nee. Haben wir irgendwie noch erwischt? Haben nicht genug. Also war es nur optisch. So, nein, endlich. Au. Man hat mal Platin, verdammt Nakainu! Boah, voll gegriffen. Schild weg und. Der hat alles abblockt, ey. Da erwischen einfach nicht. Mann, Marco! Der fliegt aber zu viel! So, jetzt aber. Jo, du Penner. So, da kommt jetzt noch Aces rein. Jo, denk mal wechseln auf AC Boy. Ja, mit dem Schatz, Alter, ich will ihn! Wir haben ihn besiegt, ja, 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 so, jetzt könnt ihr langsam mal der Kisau auftauchen zum dritten, letzten Mal hoffentlich. Jo, da ist auch schon. Moria ist auch noch da, aber relativ in der Nähe. Wie ist, weiß ich, geht sogar erstmal auf Moria los. Das müsste theoretisch relativ easy gehen. Mit der Seelenwanderung! Von den Rücken geschossen! Wie kannst du es wagen? Was? Niederlage! Das haben wir noch selten gesehen, Leute! Und wo stand das nochmal? Also im Voraufhalt. Also beim ersten Mal, ja, kann mich erinnern. Aber da stand das gar nicht mehr. Ja, was ich ein bisschen doof finde, keine Speicherpunkte, nichts. Nee, ja, ganz ab den Zeitpunkt loslegen, nehmen wir uns doch alles normal machen. Oh Mann, ey. Ja, in diesem Sinne wohl doch nur, nur Kisau heute war nicht Akainu auch noch. Hä? Wird es die Map anders, an schlecht? Thank you.
So, also hat sich die Map geändert, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Ist das zufällig, welche Map kommt, oder ist das jetzt wirklich deswegen, weil ich einmal verloren habe, so das Spiel denkt, okay, da haben wir verloren, das war irgendwie zu schwierig, nehmen eine andere Map, die einfacher ist. Die ich einfach und so. Ich kann es eigentlich persönlich nicht vorstellen, wegen einmal, Mensch. Ja, was stand das im letzten Mal ja auch wieder, du musst verhindern, dass Kisar da hingeht und ich habe das halt überlesen. Ja, Markus, erstens, weil ich so viel zu wenig Münzen habe, ist ein hohes, also relativ hohes Level halt. Ich meine, er hält viel aus, das ist kein Problem, aber teilt noch zu wenig aus. Da ist einer hinter mir, du 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 du, und da war hinter mir. Man sieht doch nicht so. So, der wird doch etwas. Naja, also besiegt sind sie. Mit was, Captain Black für CP9? Oh Mann, ey, was hat der wohl für ein... Das ist schon wieder Tokire-Werk, glaube ich, war. Damit haben sie doch irgendwie die Stärke CP9-Mitglieder gemessen. Also irgendwie, normaler Marine-Soldat hat irgendwie eine Stärke von 10, Spendem hat sogar nur von 9. Und Luke hat eine ohne Toppeskräfte sogar 4000. Ja, Marco, wissen's. So wenig Schaden kann ich kaum vorstellen, wenn wir ganz kurz noch mal etwas testen. Ja, ist schon ein bisschen schwächer, war der gute Marco. Aber bei mir jetzt, ja, wie gesagt, er ist relativ flink und so, kein Thema. Vielleicht bei ihm vom Phoenix-Flug her ist er viel zu übersichtlich. So ist es! Marco hat Eki-Plug gemacht, du denn so eckig ist ja keiner. So, dann ins nächsten auf. Wann kommt Kisawa zum Einsatz? Oh Mann, ey, Captain Black, was soll der Quatsch? Ich mach dich gleich ganz so much. Sollen wir ganz kurz switchen? Ja, und jetzt gehen.
Also, ich hab den Black im Fullgetank so wischen, ist echt ein Problem, ey. Was mal los ist, ey. Also ich muss sagen, Marco, der eignet sich echt gut für mehrere Gegner, das schon, aber um ein gezielt anzugreifen, ist echt ein bisschen zu chaotisch. Jo, führt dich auf. Kisaru, okay, wir kommen ja schon. Du. Klar, im Himmel oben. Alles gehört der Weltregierung. Ah, mit dem Haku gegen Kisaru, das ist echt etwas, ey. Ah. Nicht ganz so einfach, würde ich gerne mal sagen, so. Nice! Du. So, zeitlich geht es ganz gut auf. Wir haben ja theoretisch noch 2 Minuten. Denke ich, nächsten 3 bis 4 Minuten taucht es auch wieder auf. Dann haben wir wieder besiegt. Also in dem her, so geht doch. Ja. Vor allem ja, weil der Kommandant der ersten Division ist vermutlich auch der stärkste von allen. Oh Mann, Teach, was willst du denn hier, Mann? Da kommt er auch noch. Kisuna, washalalalala. Ja, komm her, Teach, ich mache Platte. Digga, du Finsternis. Aua! Die Kraft der Finsternis tucht und die der Erbebenfrucht kombinierst, ist mir alles scheißegal, Mann. Du kannst die Welt zerstören, aber ich werde vor dich eliminieren. Du kannst irgendwie erledigen, eliminieren, kombinieren. Eliminieren. Ah, doof. Nicht mehr ganz gereicht. Was willst du denn hier? Du sagst es, Marco, beim Namen des alten Herrn. Du
Es lebt die Gerechtigkeit! Ja, Gerechtigkeit ist so ein Wort, das sehr strapazierfähig ist. Flammen der Wiedergeburt! Wir haben den Kampf geheilt. Krass, wa? Jetzt muss ich dich leider auslöschen. Tut mir leid. So, jetzt muss ich ganz kurz verhindern, dass der da raufkommt. Was denn, der Mihawk ist aufgetaucht? So ist der Herrgott. Besiege Falkenauge! Ich bin ja dran, ich bin ja dabei! Autsch! Oh Mann, jetzt kann der Mihawks Text so zusammengepresst haben, damit er auf zwei Linien passt. Anfall, genau, du gehst mir auf den Sack, Mann! Ich würde gerne Kizuna Rush einsetzen, aber weiß nicht, wonach Ding auftaucht. Kizaru. Toll, weil sie noch 24 Minuten kart. Mann, ich hasse das! Aber das ist nicht treffe, ey! So, so ganz kurz gesagt, bin ich wieder fertig. Ja, bin ich leider schon, das ist das Problem. Na klar, das ist Best Buddy und so. Okay, Mann, von mir aus. Na, endlich kommt er. So, sehr schön, dann bin ich auch ganz kurz healen, obwohl ich glaube kaum nötig habe, aber egal. So, come on, come on, come on! Wir haben ihn doch schon fast! Wir haben ihn doch schon fast! Ich bin
Ja, und der Kampf geht weiter. Ja, sind interessant, finde ich auch, Falkenauge. Wow, 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 wow. So, jetzt aber! Und schon wieder, seh nix mehr, seh nix! Boah, Alter! Blenden ist voll fies! Das ist ein alter Blender, hey! Ja, jetzt, komm schon! Ein Finish! Dies Fight! Alter! Ladies and Gentlemen, das war Markus' großer Auftritt und nie wieder. Der zockt in der Hinsicht echt ein bisschen mehr Schisse, muss ich leider zugeben. Ja, ist auch schön, alles freigeschalten. Ja, gut, ein paar Münzen, ja, von mir aus kriegt noch ein paar. Zack, zack, zack und... ja. Lego mio. Kizaru alias Borsalino. Können wir jetzt mit fighten? Ist das geil. Ja, im nächsten Part also machen wir dann Akainu platt. Das wird entweder mit... ne, das muss sicher mit Ace passieren. Ich kann mal gucken, ob wir noch weitere Charaktere freischalten können oder ob ich da mit Enel und Koka gehe, die uns hier noch fehlen. Also sprich, vor allem... Ich blick gerade Enel, Garp, die ist sicher. Kein weiter rein. Ja, aber es sind ja zwei von allen Charakteren noch, die wir eigentlich hier... Moment, ne, wer sicher kommt, wenn wir Akinu platt gemacht haben, also scheinbar müsste Bartholomeus Bär sein. Also die drei müssen hier noch irgendwo herumlungern und ja, wenn wir noch ein paar besiegt haben, tauchen die hoffentlich auch noch auf. Ja, in diesem Sinne, bis nächstes Mal und ciao zusammen!